Hallo und willkommen auf meinem offiziellen Politik-YouTube-Kanal. Heute geht es um Atomkraft. Ihr habt das vielleicht in den Nachrichten mitgekriegt, dass unsere allseits sowieso beliebte Frau Merkel die Laufzeit für die Atomkraftwerke verlängert hat um 14 Jahre und dass da die großen Energiekonzerne, die wir hier haben, ihre Finger mit im Spiel haben. Ich habe mir zu diesem Thema mal die örtliche Zeitung gekrallt, weil hier steht, schwarz auf weiß, Streit um geheimen Atomvertrag. Also, was ich hier lese, das ist einfach nur noch, da lache ich nur noch drüber. Streit um geheimen Atomvertrag, Regierung begrenzt Nachrüstkosten. Klage, Schutz für Konzerne, Atomrechtler, verfassungswidrig. Im Streit um die bislang unter Verschluss gehaltene Vereinbarung mit den Atomkonzernen hat die Bundesregierung gestern schließlich eingelenkt. Am Abend wurde das geheime 10-Seiten-Papier ins Internet gestellt. Zuvor hatten SPD, Grüne und Linke empört auf die Aufdeckung der Vereinbarung gefordert, die nach der Entscheidung über längere Atomlaufzeiten am Sonntag im Kanzleramt unterzeichnet wurde. Das Papier regelt Details zur Abschöpfung der Zusatzgewinne. Im Schnitt sollen die Meiler 12 Jahre länger laufen und die Konzerne dafür 30 Milliarden Euro zahlen. Von Regierungsseite wiederum wurden E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall die Kosten für eine mögliche Nachrüstung auf 500 Millionen Euro je AKW begrenzt. Auch würden sich die Zahlungen der Konzerne in den neuen Ökostromfonds reduzieren, wenn eine künftige Regierung die 2016 auslaufende Atomsteuer verlängert oder erhöht. Das zielt auf SPD und Grüne, die nach einem Machtwechsel 2013 den Ausstieg vom Ausstieg sofort kippen wollen. Nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor soll den Konzernen zudem mehr Schutz vor Klagen gewährt werden, die sich das Risiko unbeherrschbarer Unfälle oder Anschläge mit Kernschmelze und großflächiger radioaktiver Verseuchung wenden. Monitor berichtet, ein Entwurf des Umweltministeriums zur Änderung des Atomgesetzes verlange von den AKW-Betreibern für wesentliche sicherheitsrelevante Bereiche und auch keine Nachrüstungen mehr, die dem Stand von Wissenschaft und Technik genügten. Auf jeden Fall hört man schon raus, dass es eigentlich nur darum geht, dass die großen Stromkonzerne wieder mal alles in den sprichwörtlichen Hintern geschoben bekommen und wir Leute hier draußen müssen wahrscheinlich dann demnächst wieder Atomsteuer bezahlen oder sonst was. Dazu wurden auch ein paar Jugendliche befragt. Die Umfrage der Woche: Wie findest du Atomkraft? Es gibt viele in dieser Jugendlichen, die sich mit dem Thema anscheinend schon eine Weile auseinandersetzen, so wie dieser hier. Ich bin gegen die geplante Verlängerung des AKWs, weil Atomkraft zu viele Risiken birgt. Ein großes Problem ist sicher die Endlagerung des gefährlichen Atommülls. Aber auch welche, die sich überhaupt nicht damit ausgesetzt haben, wie diese hier. Das Thema Atomkraft hat mich bisher noch nicht beschäftigt, weil es mich nicht so sehr interessiert. Aus diesem Grund verfolge ich die derzeitige Debatte um Atomkraftwerke nicht. Also ich persönlich sage dazu nichts mehr, weil mich dieses Thema persönlich einfach nur noch aufregt, weil jetzt haben wir zigtausend Dinge zu diesem Thema könnten gesagt werden. Es gibt so viele verschiedene Meinungen. Mein Standpunkt ist einfach nur, dass die Regierung möglichst wenig Probleme haben will, deswegen den und Energiekonzern das Geld erleichtert und wir irgendwann die sind, die die Kosten dafür übernehmen müssen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das war meine Meinung zum Thema. Wenn ihr noch eine Meinung habt,
Postet eine Videoantwort, schreibt einen Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht. Viel Spaß auch weiterhin von The Mr. Unfazed. Tschüss.